Ja, also mein Name ist nicht Carsten Namula, mein Name ist Robert Heinlein und heute möchte ich mich mit euch über Anomaliedetektion unterhalten in IoT-Traffic und dazu könnt ihr euch schon mal ganz kurz meine Agenda angucken, die wir jetzt gleich auf dem Programm haben. In der Zeit ein, zwei Worte zu mir. Ich habe letztes Jahr meinen Master gemacht in Elektro- und Informationstechnik in Düsseldorf an der Fachhochschule und das in Verbindung mit der Telexom AG, bei der ich auch jetzt arbeite. Und bei dieser Masterthesis ging es genau um dieses Thema. Das heißt, wir gucken uns im Endeffekt jetzt die Ergebnisse meiner Thesis an. Ja, die schließt nicht so ganz richtig. Das ist schon mal super für den Vortrag. Okay, die ist zu. Das schneiden wir raus. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, wir gucken uns die Ergebnisse meiner Masterthesis an. Starten am besten erstmal mit der Problembeschreibung, wo ich darauf eingehe, woher das Ganze eigentlich kommt und wo wir hingehen. Und danach die einzelnen Teile der These ist meinen Weg so ein bisschen nachverfolgen, bis wir zu den Ergebnissen kommen. Dementsprechend Problembeschreibung, Problemlösung. Ich denke mal, da muss ich nicht viel zu sagen, welche Schmerzen wir aktuell im Internet haben und auch speziell im Bereich IoT ist ja im Großen und Ganzen bekannt. Sicherheitstechnisch ist da einiges im Argen und im IoT nochmal speziell, weil dort viele Standards, von denen man dachte, dass sie heutzutage vielleicht eingehalten werden könnten, immer noch verletzt werden. Und sei es, dass man User-Root-Login-Admin hat, ist natürlich immer perfekt, wenn das schon in der Standardauslieferung drauf ist und nicht geändert wird. Das heißt, hier haben wir einen erhöhten Schutzbedarf auf unseren Geräten. Problem, den Bedarf können wir durch Experten, die sich um das Thema kümmern und von der anderen Seite als der User-Seite aus absichern, nur sehr schlecht decken. Es ist einfach zu viel zu tun. Bei vielen Firmen ist auch das Bewusstsein noch gar nicht dafür da. Wenn irgendein Staubsaugerhersteller plötzlich meint, das Gerät braucht eine WLAN-Schnittstelle, hat er halt damit keine Erfahrung und macht oft Fehler, die eigentlich nicht sein müssten. Was kann man tun? Man kann hingehen und sagen, gut, wir automatisieren. Was haben wir für Möglichkeiten? Wir können auf dem Host gucken. Was können wir hier absichern? Was weiß ich, Firewall zum Beispiel oder sei es Antivirenschutz. Problem auch an der Stelle wieder, Bedarf kann nur schlecht gedeckt werden im IoT, weil wir viele Geräte haben, die die Performance dafür einfach nicht mitbringen. Wenn wir jetzt eine Philips-Lampe haben, Philips Hue zum Beispiel, die ein IoT-Gerät ist, da kann man diese Hintergrundprogramme nicht laufen lassen. Dafür ist einfach nicht die entsprechende Hardware vorhanden. Also ist die Idee zu sagen, wir gucken aufs Netzwerk. Alle Geräte sind ja im Netzwerk. Das heißt, wir können von Netzwerkseite aus gucken, können wir hier was sehen und können wir so unsere Infrastruktur zumindest implizit schützen und sehen, wenn Angriffe laufen. Und wenn Angriffe laufen, dann ist ja immer noch mal der Punkt, kennt man den Angriff schon? Oder hat man Fall wie WannaCry, dass man sagt, ja, es läuft ein Angriff übers Netzwerk, den hat noch keiner gesehen, den Angriffsvektor gab es so noch nicht und er wird nur durch Zufall entdeckt, was immer schlecht ist. Kann man das also automatisiert finden? Die Idee dazu war zu sagen, gut, ich habe einen Angriffsvektor im Netzwerk, welcher Art auch immer, bekannt, unbekannt, egal. Den kann ich als Anomalie betrachten, weil ich habe so gesehen normalen Traffic, Aufruf von einer Webseite zum Beispiel, oder ich habe halt jetzt irgendeinen Angriff darauf laufen. Das kann sich ja eben unterscheiden in der Ausprägung der Pakete im Netzwerk. Und in die Richtung ging dann auch mein Ansatz zu sagen, gut, ich mache eine Anomaliedetektion über einen Algorithmus, um diese Angriffe zu erkennen. Kann je nach Ausprägung ja, sehr unterschiedliche Ergebnisse liefern. Deswegen muss man immer gucken, welchen Algorithmus nimmt man letztendlich und welchen Zweck verfolge ich. Im Bereich Automatisierung wäre es natürlich gut zu sagen, ja, ich möchte nicht viel damit zu tun haben, ich möchte mein System hinsetzen, nicht viel betreuen. In dem Bereich ist es also gut, eine unbeaufsichtigte Anomaliedetektion zu haben, was es genau ist.
gucken wir uns gleich nochmal an. Das auf jeden Fall schon Teil der Problemlösung. Frage an der Stelle ist natürlich, was für Ergebnisse kann ich damit erzielen? Um das zu beantworten, habe ich meine These aufgesetzt, dass so mein Gesamtkonzept, ich werde jetzt mal nicht ins Bild reinlaufen, am Anfang erstmal der Punkt Netzwerk und Traffic. Ich brauche irgendeine Form von Traffic, auf der ich testen kann. Ich habe mir Traffic-Generatoren angeguckt, aber das ist zu generisch gewesen. Zu sagen, ich simuliere alles in einem Netzwerksimulator, zum Beispiel Omnet, ja, da hätte ich eine Doktorarbeit draus machen können. Also habe ich gesagt, ich setze mir ein eigenes kleines Netzwerk auf, beziehungsweise mehrere Netzwerke, erzeuge dort jeweils bestimmte Formen von Traffic, setze die zusammen und mache darauf nachher meinen Test. Oh, super, danke. Gut, Kapitel 2. Ein kurzer Blick auf die Grundlagen rund um das IoT und um die Sicherheitsaspekte. Mit einem ersten kleinen Blick auf Abkürzungen und Akronyme, die ich jetzt im Laufe der Folien aufgeschrieben und benutzt habe. Ich meine, die meisten werden wahrscheinlich bekannt sein. Interessant sind vielleicht eher ja, die hier links. Das sind jetzt vielleicht normalerweise so nicht verwendete Akronyme. Was das alles genau ist, gerade bei den unbekannten Sachen, vielleicht auch hier, der Algorithmus, den ich benutzt habe, auch sicherlich nicht so bekannt. Wird alles noch erklärt, aber das schon mal, damit man weiß, worum es überhaupt geht, wenn irgendeine Abkürzung da steht. So, damit komme ich schon mal zu meiner ersten Frage. Wie viel soll oder muss ich zum Thema Schichtenmodelle im Netzwerk erzählen? Nicht so viel. Gut. Das verkürzt es doch deutlich. Das, was vielleicht eher interessant ist, hier einfach mal die Protokolle, die ich hauptsächlich nachher analysiert habe, beziehungsweise in meinem IP-Tables drin gelassen habe, direkt hier schon mal aufsortiert. Das heißt, muss ich auch dafür nicht zu sagen, Kommunikation durch die Schichten hindurch. Das ist vielleicht schon interessanter, wegen der Angriffsvektoren, die ich benutzt habe, gibt es nachher auch nochmal einen kleinen. Ich denke mal dann auch dazu zum Thema, muss ich nicht so viel erklären. Okay. Falls doch, immer schreien, ich sage gerne zu allem was, aber so gewinnen wir ein, zwei Folien. Ein schönes breites Thesebild von vor ungefähr 3 Slides. Kommst du auf das wieder zurück oder ist das jetzt vorbei? Also kommt das wieder? Das ist die Frage. Das? Nee, These, eine mindestens noch ein. Ja, das dann. Das habe ich nicht nochmal drin. Dazu eine Frage? Ich gucke mir das jetzt noch ein bisschen an. Okay. Also nur schriftlich komme ich darauf nochmal zurück. Also wenn ich an den Teil komme, wo ich erkläre, was ich jetzt wie gemacht habe, da habe ich nochmal eine Auflistung. Wenn du dir das noch anschaust, wenn ich darf, kann ich nochmal zurück. Ja. Kann es sein, dass du 2 Anomalien dir ausgedacht hast, die besonders gut zu erkennen sind, weil sie auch besondere Art von Traffic oder besonders auffälligen Traffic erzeugen? Also ich stelle mir jetzt umgekehrt vor, zum Beispiel ein Directory-Traversal oder sonst ein Informationsreichtum, der erzeugt ja gar nicht viel Traffic und der ist nicht zu unterscheiden von auffälligem Traffic. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ich habe 2 Anomalien genommen, von denen ich sagen konnte, gut, eine kann ich prinzipiell auch statisch erkennen, SMB-Tunnel, und die 2. DNS-Tunnel kann ich wahrscheinlich auch gut erkennen. Ja. Das Problem ist natürlich irgendwo auch die Nachvollziehbarkeit in der These. Die Frage ist natürlich am Ende, was ist, wenn ich jetzt diesen Fall habe, ich habe einen Angriffsvektor, der nur, was weiß ich, wie viele Pakete? 10 vielleicht? Das ist ein guter Punkt. Muss man dann im Zweifelsfall testen, weil das lässt sich halt schwer vorhersagen. Ist aber ein wichtiger Punkt. Komme ich auch nochmal nachher implizit drauf zurück. Ich habe ein Verhältnis errechnet von dem, was ich an Angriffsvektoren und Traffic habe. Würde aber wahrscheinlich
in keinem Fall auf das Verhältnis kommen, was man in so einem Fall hätte. Was weiß ich, ich meine, da können ja Gigabyte über eine Leitung laufen und ich habe 10 Pakete, wie will man die finden? Guter Punkt. Gut. Was ist das IoT? Relativ naheliegend, aber hier nochmal als kurze Definition mit ein paar Stichpunkten, die momentan so in aller Munde sind. Im Endeffekt ist auch das wieder ein Punkt bei der Erkennung, habe ich ein physisches Netz oder ein logisches Netz? Ich habe in dem Fall ein physisches Netz zur Hand gehabt. Auf einem logischen Netzwerk müsste man auch nochmal bestimmte Punkte der Erkennung anpassen. Ich greife jetzt nochmal den Punkt auf, den ich am Anfang schon hatte. Was ist die Ausgangsbasis? Bedrohung an allen Orten, auch wenn sie so schon bekannt sind, dass sie schon in der Tageszeitung auftauchen. Und nochmal gezielt die Problematik, warum haben wir noch mehr Probleme im IoT? Weil wir uns noch nicht mal an die Grundlagen halten von dem, was man machen könnte, um das Allerschlimmste zu verhindern. Ja, ich habe einen Kollegen, der hat eine Vorliebe dafür, auf Shodan zu surfen. Das ist eine IoT-Suchmaschine. Da kann man im Prinzip alle IoT-Devices finden, die gerade ungesichert mit dem Internet verbunden sind. Das ist schön. Guckt mal bei dem einen im Vorgarten, bei dem anderen ins Schlafzimmer. Man kann Lüftersteuerung vom Kraftwerk finden. Top. Ja, also super. Richtig gut. Und eins der Hauptprobleme ist, wie gesagt, einmal das Bewusstsein dafür. Beim normalen Anwender, ich sag mal, wer sich jetzt früher eine Waschmaschine gekauft hat, der war sicher, dieses Gerät ist betriebssicher. Ich schalte es ein und ich weiß, die Trommel fliegt nicht raus. Wer jetzt aber irgendeine Heizungssteuerung zum Beispiel sich jetzt zulegt, der kann halt nicht mehr sagen, ja, ich habe eine Heizungssteuerung und die ist sicher. Das ist eigentlich das Problem, weil die Leute genau in diesem Bewusstsein an so ein Gerät rangehen. Jetzt habe ich die ganze Zeit von Angriffsvektoren geredet, aber die Frage ist, was ist das überhaupt? Und das ist eigentlich jeder Punkt an so einem System, an dem sich eine Schwachstelle ergeben kann. Sei es tatsächlich sowas wie eine real vorhandene Sicherheitslücke, sei es einfach nur ein Konfigurationsfehler, Schnittstellen in der Kommunikation, die man abhören kann, fällt eigentlich alles drunter. Hier auch die beiden Angriffsvektoren, die ich nachher verwendet habe, einmal explizit aufgelistet. Hardware-Patches sind schöne Worte, ne? Hast du ein Beispiel? Kann man teilweise über Microcode bei CPUs zum Beispiel, man muss sie nur ausliefern. Das heißt dann auch. Ja. Ja, aber deine Philips-Lampe, die du da in deinem Netzwerk hast, und du sagst, ja, das lohnt sich nicht, da viele Security zu machen, weil da gibt es nicht genug Rechenleistung, um eine verschlüsselte An- und Aus in diese Lampe einzubauen. Ja, das Einzige, was schlimm passiert kann, ist, dass man eine Komiker deine Lampe ausschaltet oder einschaltet. Das denkst du, das ist noch eine Lampe, die vermutlich noch kein Mikro enthält und auch noch keine Kamera. Aber auch das gibt es ja schon, aber weil die wollen da sehen, dass du in die Hände klatscht, falls es laut ist im Raum. Also das Problem ist, die Sicherheitsproblematik ist noch nicht mal unbedingt für den Anwender selber. Ein Hauptproblem ist eigentlich die Nutzung von den Geräten für DDoS. Ja. Ja, weil die Lampe selber kann vielleicht jetzt nicht den riesigen Traffic erzeugen, aber wenn ich jetzt 10 Millionen Lampen habe oder 10 Milliarden Lampen, mal ein bisschen übertrieben gesagt, dann habe ich schon ein Problem, weil dann braucht jedes Device nur ein paar Gigabit rauszusenden und ich habe riesige Datenmengen. Ja, aber einer, der so ein Internet of Things Netzwerk in seinem Haus aufbaut und das direkt an den Internet anschließt, ohne Proxy oder sonstiges, ja, dann ist er nicht mehr zu retten. Ne? Ja, nur, das sagen wir jetzt aus Tech-Sicht, aber das kann man den meisten Anwendern nicht verkaufen. Für die ist das eine Blackbox. Die sagen, ich kaufe das und es muss so funktionieren und ich möchte damit nichts zu tun haben. Keine Lust, keine Zeit, egal. Ja, aber wenn die Kerzenbirne in deiner Schlafzimmerlampe dich filmt mit Ton, dann ist das was anderes.
Ich kenne aber auch Leute, denen das egal ist. Du beim Kaufen von so einer Lampe, die eine Kamera und ein Mikrofon hast und du auch das, die intrinsische Sicherheit dieses Geräts und wenn du das in deine Schlafzimmer einbaut, dann kannst du erwarten, dass irgendwann du auf YouPorn landest. Ne? Ja, wie eben nicht, weil du erwartest, dass das Ding auf Licht an, Licht aus und aufs Klatschen reagiert, auch wenn es laut ist. Also das Argument trifft zu, aber es werden die Rechte Dritter verletzt. Also einer kauft ein Gerät, zum Beispiel um eine gebrechliche Person zu überwachen im Personennotruf. Mhm. Letztlich werden aber die Rechte dieser Person dann verletzt. Ja. Man kann nicht voraussetzen, dass die Person, die so etwas kauft, auf dem neuesten Stand der Sicherheitsforschung ist. Das ist ein Gebrauchtwaren, das ist Commodity. Ja, wird gekauft wie Würfelzucker. Ja, okay. Ja? Ja, die das verstehen. Nee, das ist auch noch ein Problem. Aber genau das ist eigentlich die Problematik, die ich am Anfang auch ansprechen wollte, das Bewusstsein dafür. Im Endeffekt natürlich auch eine politische Frage. Eigentlich, naja, ist vielleicht ein anderer Bereich, können wir uns nachher drüber noch unterhalten, kommen wir nochmal drauf zurück, aber interessanter Punkt. Sind wir eigentlich genau wie hier, hostbasiert, habe ich schon mal direkt so einen dicken Rechner in die Grafik eingebaut, braucht halt ein bisschen mehr Leistung, vielleicht jetzt nicht ganz so viel, aber ein bisschen braucht's. Der Bereich, den ich jetzt dargestellt habe, ist ein Out-of-Line-Sensor, sprich netzwerkbasiert. Netzwerk-Intrusion-System. Was das System also macht, ist auf der Leitung zu gucken, habe ich einen normalen Netzwerkverkehr oder habe ich Anomalien? Problem bisher, die meisten Systeme sind statisch. Dass man ein System hat, das sich dynamisch an die Gegebenheiten anpasst, das gibt es jetzt noch nicht so lange Zeit. Und an der Stelle ist eben das Problem, habe ich keine Regel, die den Angriffsvektor trifft, der mich gerade weghaut aus dem Netzwerk, sehe ich es einfach nicht. Ich merke es nur daran, dass ich keine Funktion mehr auf dem Netzwerk habe. Wobei, das ist noch gar nicht mehr der schlimmste Fall. Der schlimmste Fall ist eigentlich eher, wenn ich irgendwo Daten verliere und ich merke es nicht. Dann kann alles passieren. Wenn man die Regeln nicht hat, merkt man es einfach nicht. Die Frage ist also, was kann man machen, um ein dynamisches System zu bekommen, was trotzdem dazu in der Lage ist, diese Angriffe zu erkennen? Nee, vielleicht sogar umgekehrt. Also wenn man jetzt angenommen, man kann die Wärme- oder Kühlungssteuerung des Kraftwerks nicht beeinflussen, aber man kommt an den Sensor dran und schreibt was dazu. Ja, du schummelst die Istwerte. Ja. Ich kann jetzt nicht auf das Kühlung ausdrücken, aber ich kann halt die Temperatur verringern, indem ich halt die Daten beschreibe auf dem Gerät, das messen soll. Wer zuruft da, das geht das. Zum Beispiel in der Fahrzeugsicherheit. Es gibt dort gesicherte Systeme und ungesicherte. Bei einem bestimmten Fahrzeugtyp zählt zu den ungesicherten der Sensor für den Reifendruck. Wenn du schaffst, den Sensor durch des Reifendrucks zu manipulieren, kommst du dran. Dann sorgt aber das Fahrzeug selbst dafür, dass es gegenlenkt und fährt dann quasi gegen den Baum. Das ist dann Sicherheitsrelevant. Ja. Also genau das, was du sagst. Ja. Das wollte ich gar nicht wissen. Bis es sie nicht mehr gibt. Ja. Angriffsvektor 1, ICMP-Tunnel. Muss ich was zum System des Tunnelings erklären? Rein vom Prinzip her? Okay. Also spannender fände ich, wie erkennst du, dass ein Tunneling vorliegt, was sich als Anomalie erkennen lässt? Dass es nicht so aussieht wie normaler Verkehr desselben. Komme ich noch zu. Kann man gleich noch eine Menge zu sagen. Gut, das, denke ich, können wir überspringen. DNS-Tunnel Nummer 2, denke ich, ist vom Prinzip auch klar. Ja, habe ich eigentlich vor allem auch deswegen ausgewählt, weil das im IoT 2 sehr beliebte Angriffstunnel sind. Also die Frage war natürlich auch, was ist, wenn jetzt ein Angriff mit 10 Paketen da ist? Die haben halt deutlich mehr, lassen sich deswegen vergleichsweise leicht erkennen. Auswahl war aber eher der Punkt, was wird häufig benutzt und eben die Kommunikation in Botnetzen mit den Control-Servern,
die geht recht häufig über diese beiden Tunnel. Und also ein ICMP-Tunnel ist wirklich gar nicht so übel, mit dem kann man noch vergleichsweise gut surfen. Also dauert alles ein bisschen, aber die Seiten laden, also teilweise die Grafiken auch, kommt immer so ein bisschen drauf an. Punkt ist dann meistens interessanterweise die TLS-Handshakes. Also die können halt relativ schnell einen Timeout bekommen, weil die Verbindung langsam ist, kann man dann die Seite halt deswegen nicht laden. Aber theoretisch geht da eigentlich schon einiges mit den beiden Tunneln. Wäre jetzt eine gute Zeit für die Kaffeepause? Wie liege ich zeitlich? Weiter. Ich würde sagen, wir machen vielleicht weiter, ansonsten vielleicht kurz vor dem Ergebnisteil. Vielleicht ist das ein ganz guter Punkt. Die Grundlagen, auf die sich der Bereich stützt, sehen wir hier. Ein kleines Zitat, was ist überhaupt eine Anomalie? Anomaly and Outlier, synonyme Begriffe im Englischen. Ja, ist ein bisschen platt, meine 2D-Skizze, aber im Großen und Ganzen kann ich nachher sagen, ich habe eben bestimmte Datenpunkte. Ich kann zum Beispiel Gruppendarstellung machen, dass ich sage, ich habe Regionen, in denen ist alles normal und Abweichungen liegen eben irgendwo anders. Was hättest du in X- und Y-Axis? Das habe ich bewusst nicht beschriftet, weil das tatsächlich beliebig ist. Ja, am Beispiel. Kann man, Beispiel haben wir hier. Zeit, Raum, Anzahl. Das kommt natürlich darauf an, was für eine Anomalie man jetzt genau messen möchte. Und auf welche Weise man das macht. Ein paar Beispiele dazu, zu den Bereichen, in denen es angewendet wird. Netzwerksicherheit mit Intrusion Detection Systems, vergleichsweise neu. In anderen Bereichen ist es eigentlich gar nicht so neu. Also, dass man von der Bank angerufen wird, weil die sagt, ja, ihre Kreditkarte wurde gerade auf Hawaii benutzt. Wir glauben, sie sind nicht da. Ist das richtig? Ja. Perfektes Beispiel dafür, wo sowas eingesetzt wird. Wichtig ist, dass man eine gewisse Flexibilität im System hat, um die Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Bedingungen zu haben. Denn auch ein IoT-Netzwerk, ich meine, ich habe jetzt dieses eine Schlagwort, aber eigentlich heißt es ja nichts. Also ich kann ein Netzwerk haben, da sind ganz viele Sicherheitskameras zum Beispiel. Die haben dann halt einen sehr hohen Videotraffic. Ich kann aber auch ein Netzwerk mit irgendwelchen Industrieanlagen haben. Die haben dann vielleicht dann mehr MQTT-Traffic, ein anderes Protokoll, was häufig verwendet wird. Deswegen muss man eigentlich immer aufs Netzwerk gucken, das man hat. Und letztendlich sich die Frage stellen, macht es einen Unterschied, welches Protokoll ich habe oder nicht. Ein paar Beispiele dazu, was man machen kann, in Hinblick auf die Verfahren. Ich habe mich auf ein statistisches Modell gestützt, das ich gleich noch erklären werde. Drei Grundprinzipien, wie ich das machen kann. Die beaufsichtigte Variante braucht einmal ein Training und Testdaten, von denen ich genau weiß, wie sie modelliert sind. Genau. Da ist also das Training entscheidend. Hier unten habe ich im Prinzip das Training schon fest vor. Brauche aber hier auch entsprechende Testdaten. Und die unbeaufsichtigte, die hat eben den Vorteil, ich habe einen Datensatz, ich habe einen Algorithmus, ich binde es an und ich habe ein Ergebnis. So die Theorie. Ob das so klappt, sehen wir auch noch gleich. Der Grund, mich hier unten für zu entscheiden, war zu sagen, ich möchte diesen Trainingsprozess vermeiden. Ist am Anfang erstmal zeitraubend und birgt halt auch immer die Gefahr, dass man vielleicht irgendwo einen Bias in seinen Daten drin hat, den man vielleicht nicht kennt, aus welchen Gründen auch immer, und dass man dann in die falsche Richtung trainiert. Und das muss man halt auch erstmal erkennen. Das Problem habe ich eben hier unten nicht.
Das habe ich eigentlich auch schon alles irgendwann mal gesagt. Was meinst du mit Verfahren, die ohne Training oder Datenmodellierung auskommen, werden unbeaufsichtigt genommen? Das ist, warte, das war jetzt, ja, jetzt springt er. So. Das ist genau der Punkt hier. Das hier ist die unbeaufsichtigte Anomaliedetektion. Und hier kann ich wirklich hingehen und einen Algorithmus auf meinen Datensatz anwenden, ohne dass ich ein Training machen muss. Zum Beispiel hier, wenn ich ein neuronales Netzwerk hätte, müsste ich einen Testdatensatz haben und darauf das Training mit dem Netzwerk machen. Und erst dann kann ich wirklich die Anomaliedetektion starten. Hm? Vielleicht eine blöde Frage, aber wenn du K-Nearest Neighbor machst oder wenn du eine Support-Vector-Maschine hättest, wo du die Ebene durchlegst, damit du trennen kannst, musst du ja die Features festlegen. Das scheint für mich das Allerwichtigste, überhaupt die Dimensionen, das war deine Frage, zu kennen, auf die du aufplotten möchtest und festzulegen, was sind die Features dafür. Und ich glaube, das ist das härteste Problem überhaupt in der ganzen Domäne. Also härter als nachher irgendeinen statistischen Algorithmus zu nehmen und zu gucken, lernt er irgendwas oder clustert er irgendwas. Auch ein Punkt, an dem wir noch am Ende kommen. Waren tatsächlich am Ende die entscheidenden Punkte einer These. Weil im Endeffekt ist ja immer die Frage, wie bewerte ich es, wie ist mein Maßstab und worauf gucke ich eigentlich? Gut, ich denke auch, das ist relativ klar. Wie habe ich mich also entschieden? Statistisches Verfahren, Histogram-Based Outlier Score, ist, wie der Name eigentlich schon sagt, ein histogrammbasierter Algorithmus. Ich denke mal, zum Histogramm muss ich dann auch nicht so viel erklären. Da steht ein Histogramm, ist eine Methode. Ja. Also. Jetzt weiß ich es. Oder soll ich noch einen Punkt sagen zum Thema Wahrscheinlichkeiten, Häufigkeitsverteilung? Ich glaube, den Begriff kann ich nur aus der Medizin. Okay. Der Witz ist, dass ich den Datensatz, den ich habe, tatsächlich dann nach den Features, welcher Art sie aber auch sind, das muss ich am Anfang ja noch nicht wissen, hier in meine Bins einteile. Das kann ich auf eine statische Art und Weise tun. Das heißt, ich sage, gut, ich habe einfach eine feste Anzahl an Bins und die verteile ich über meinen Wertebereich. Ich kann aber auch hingehen und sagen, ich habe eine Anzahl an Bins, die sich dynamisch an die Anzahl meiner Ausgangswerte anpasst. Es sind auch genau die beiden Features, die der Algorithmus bietet. Der Vorteil bei der dynamischen Variante ist, die Erwartung, bessere Ergebnisse zu erzielen, wenn ich Auslassungen in den Wertebereichen habe. Also keine gleichmäßigen Verteilungen. Kann sein, dass es funktioniert. Bei mir hat es nicht so richtig gut funktioniert. Aber auch das sehen wir gleich noch. Vielleicht hier der Punkt. Ich habe im Prinzip eine Tabelle mit verschiedenen Spalten über meine Zeilen hinweg. Und wenn ich jetzt einen IP-Traffic habe, dann habe ich immer irgendwelche Abhängigkeiten dazwischen. Weil ich meine, die Ausgangs-IP-Adresse wird immer einen Zusammenhang mit der Zieladresse haben. Die sind ja meistens gleich über bestimmte Zeiträume. Also wenn ich jetzt auf eine Webseite gehe, dann hat mein Laptop eine IP, Webseite hat eine IP, da gibt es einen festen Zusammenhang. Das heißt, der Algorithmus, der hingeht und sagt, nö, ich habe gar keine Abhängigkeiten zwischen meinen Spalten, der macht auf jeden Fall einen Fehler. Interessanterweise ist der Fehler nicht so groß, dass der Algorithmus nicht funktionieren würde. Fand ich sehr interessant. So gut in der Mathematik, dass ich das jetzt richtig erklären könnte, bin ich nicht. Aber auf jeden Fall ein interessanter Aspekt an der Stelle. Hier komme ich jetzt wieder auf den Punkt zurück, was habe ich mit meiner These gemacht.
vielleicht erstmal so die wichtigen Punkte, die wir jetzt nochmal angucken werden. Das heißt, wirklich bildlich gesprochen, verschiedene Netzwerke aufgebaut, dort meine entsprechenden Pakete zusammengeschnürt und alles einmal gefiltert. Gut aus, das sieht so aus wie ein Spiel mit den Farben. Im Wesentlichen habe ich vier Pakete geschnürt. Ich habe einmal generischen Traffic gehabt, das heißt, es waren diverse beliebige Hosts bei uns im Firmennetzwerk, bei denen ich jetzt den harmlosen Traffic mitgeschnitten habe. Ich habe Video-Traffic erzeugt, ich habe hier ein IoT-Protokoll über ein Script erzeugt und ich habe meine Angriffsvektoren erzeugt. Und daraus habe ich nachher meine Traffic-Pakete gebastelt. Das ist im Prinzip mein Weg. Ich habe ein paar Pakete oder Paketarten rausgefiltert, aus dem einfachen Grund der Darstellung nachher. Ich habe RapidMiner als Software benutzt, das ist eine Data Mining Software. Und die hat halt einmal jedes Protokoll dargestellt, war für mich jetzt nicht so zielführend, also habe ich mich auf die hier konzentriert, hat aber bei meinen Tests im Score keinen großen Unterschied gemacht. Allerdings kann Wireshark nicht mit realen Traffic-Daten umgehen, also kann jetzt nicht von PCAPs lesen. Das heißt, ich musste das Ganze exportieren in Tabellenform. War ein bisschen lästig, aber daher habe ich mir CSV-Tabellen gebastelt aus meinem Traffic mit Zeitstempel, Absender, Ziel, Protokoll. Ja, das Infofield ist keine echte Payload. Also das ist mehr ein Extrakt von dem, was bekannt ist. Was aber nicht so schlimm war, da ich mich eigentlich eh nicht wirklich auf Payload-Analyse konzentrieren wollte. Durch das Zusammensetzen der Datenpakete habe ich im Endeffekt dieses Netzwerk erzeugt. Ich habe hier also meinen Sensor, meinen Client, der sowohl Videodaten als auch MQTT-Daten sendet und über den die maliziösen Verbindungen laufen. Soweit das Setup. Mit diesen PCAPs habe ich eben diese CSVs erzeugt, wie schon erläutert. Das ist eigentlich der Data Mining Prozess relativ easy. Erzeugt habe ich im Endeffekt zwei Paketdaten. Einmal knapp 500.000 Pakete, einmal um die 16 Millionen. Interessanterweise skaliert der Algorithmus oder die Software, ließ sich jetzt noch nicht sagen, nicht so wirklich gut. Das heißt, die großen Datenpakete konnte ich so gar nicht auswerten am Ende. Ich habe das Ganze normiert, um, ich sag mal, auf ein angemessenes Traffic-Verhalten, zumindest für den Heimanwender zu kommen und zu sagen, gut, das ist jetzt halbwegs realistisch. Und jetzt der Punkt, wie verhalten sich eigentlich meine Angriffe im Vergleich zu dem, was ich als Datenrate habe? Meine eigene Bewertung, okay. Aber eigentlich hätte ich lieber ein größeres Spektrum gehabt, dass man sagen kann, gut, ich habe jetzt ganz, ganz viele Angriffe, sodass man sagen kann, gut, wenn ich jetzt quasi nur noch Angriffe auf der Leitung habe, kann ich dann eigentlich entdecken, dass das nicht normal ist? Weil das könnte auch das normale Vorgehensweise im Netz, wenn das immer so war. Oder habe ich eben den umgekehrten Punkt, ich habe eine ganz, ganz kleine Anzahl, aber dafür, ja, das ist das Beste, was ich erreicht habe. Und da kommt man bei weitem nicht an das ran, was man wirklich mal testen müsste. Das war ja vorhin die Frage, erkenne ich auch 10 Pakete in beliebig viel Traffic? Also in der Domäne, in der ich meistens bin, ist es auch sehr schwierig zu wissen, was ist eigentlich normal, weil man als derjenige, der das untersucht, schon gar nicht weiß, wie das System, das ohnehin dynamisch ist, in dem viele Geräte hängen, die man gar nicht kennt, sich normalerweise verhält. Und deswegen weiß ich, also kann ich gar nicht wissen, ob ein Paket erstmal auffällig ist, es sei denn, es ist direkt sehr auffällig und legt irgendwas lahm und erzeugt irgendwelche Fehlermeldungen. Ja. Was ich an einem Setup noch nicht verstanden habe bisher in der Beschreibung ist,
hast du ein Set von Testdaten oder zwei Sets von Testdaten? Also hast du, wenn es nur ein Set ist, hast du... Ich habe es nicht vervielfacht, also es, das ja, sind tatsächlich kannst zwei. Du aber nicht, kannst du mit den gewonnenen, mit dem gewonnenen Lernen, kannst du ja nicht dann auf eine unbekannte Menge losgehen. Du kennst ja dann schon deine Ergebnismenge. Die hast du ja selber erzeugt. Die habe ich selber erzeugt. Ich weiß natürlich, was drin ist, weil ich ja wissen muss, erkennt der Algorithmus das, was da ist. Ja. Aber du brauchst ja eigentlich eine weitere Menge, die du nicht erzeugt hast, von der du weißt, dass es drin ist, aber nicht wo. Okay, also ich weiß, dass was drin ist, aber halt gut, der Ort sozusagen. Die Testdaten meinst du, ja. Nicht die Lehrdaten. Genau. Ich sag mal so, der Ort ist relativ, weil bei so vielen Paketen weiß ich ja persönlich am Ende nicht mehr, okay, wo waren die jetzt überhaupt genau. Es hat gewisse wissenschaftslogische Gründe, warum du zwei Mengen brauchst. Aber okay. Gut. Jetzt wissen wir immer noch nicht, welche Features du angesetzt hast. Also Paketgröße, Latenzzeit, Payloadgröße, was auch immer. Kommen wir gleich zu. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Punkt. Die Frage ist ja, ja, sowieso die Frage, habe ich ein Paket, also weiß ich, was in dem Paket drin ist oder weiß ich es gar nicht? Oder weiß ich wirklich nur den Ort nicht? Also sollte jetzt sozusagen mir ein Kollege ein Paket bauen, von dem ich jetzt nicht weiß, was drin ist. Aber für den Algorithmus, also der Algorithmus, der, also er weiß es ja nicht. Also ich schiebe hier die Daten einfach rein, ja, und gucke, was passiert. Ja, aber du hast ja motiviert, du möchtest bisher unbekannte Angriffe, die statistische Außenseiter sind, erkennen. Dazu darfst du dann theoretisch auch nicht wissen, wie die Payload da reingepackt wird. Also kannst du auch nicht die Features definieren, für den, dass dein unsupervised Programm die Trennung durchführen soll. Nee, aber ich muss ja erstmal wissen, schafft es der Algorithmus überhaupt, Angriffsvektoren zu erkennen? Und dazu brauche ich erstmal einen Vergleich. Ja, ja, alles richtig. Genau. Aber da wird das als Ergebnis rauskommen, mit vielen Einschränkungen wird das schon schaffen, weil das hast du ja so designt. Es gibt definitiv Einschränkungen. Das ist nicht an dir, sondern das ist einfach wissenschaftstheoretisch. Ja, das sind nachher die Punkte. Das sind auch die eigenen Kritikpunkte nachher. Okay. Kannst du zurück zweimal gehen? Ja. Aber was mir auffällt, du hast in der dritten Zeile von oben und der vorletzten Zeile von oben hast du genau die gleichen Zahlen, obwohl die Datengröße sind total unterschiedlich. Und das hast du auch wiederholt in der DNS. 3793. In der hier und in der vorletzten? Ja, da hast du 343 und nee. Da unten. Genau. Das ist, was mich sofort auffällt. Und ist da etwas da drin? Da in diese? Ich habe ja einzelne Angriffsvektoren erzeugt. Und ich wollte wissen, wie verhalten die sich? Also, wie arbeitet der Algorithmus? Und was erkennt er? Wie erkennt er das? Und dazu habe ich dieselben in unterschiedliche Pakete eingefügt. Die AVPDUs, das sind die Angriffsvektoren. Genau, das war in ICP. 343 böse Pakete da reingepackt und geguckt, ob die entdeckt wurden. Genau. Und hier wollte ich dann wissen, okay, schafft er das auch bei einer größeren Menge? Und hat die alle wie ist der Unterschied? Wie hat er die gefunden? Wo ist das gefundene Ergebnis? Das kommt noch. Ah ja, okay. ich habe schon am Anfang gesagt, der Vortrag, es ist etwas länger. So. Ist die Frage, wollen wir jetzt davon noch eine Pause machen oder sollen wir jetzt einfach bis zum Ende durchmachen? Nee, bis zum Bild. Haben wir noch 10 Minuten. Das, ja, gut. Das. Berechnungszeit ist vielleicht nicht so interessant. Man kann halt sehen, es gibt... Ja gut, das ist natürlich auch jetzt nicht symmetrisch in der Achse, ne? Sprechen wir manchmal nicht drüber. Interessant aber eigentlich eher hier der Unterschied, dynamische und feste Breite meiner Bins. Und da kann man jetzt sehen, das ist so ein Faktor 2 bis 300 im Unterschied. Und nach den Ergebnissen, ich kriege keine besseren Ergebnisse
durch diese Methode. Das heißt, die kann man einfach vergessen bei dem Algorithmus. Hoppla. Ja. Jetzt mach ich doch mal. Jetzt hat sich was bewegt. Ja. Jetzt hat man etwas Leck hier. So, jetzt gibt es natürlich verschiedenste Arten und Weisen, wie kann man die Ergebnisse darstellen. Genau, also er heißt ja Outlier Score, das heißt, er erzeugt ja eine Punktzahl. Die kann man natürlich jetzt über verschiedenste, also kann man auch über die Zeit darstellen, zum Beispiel. Ich habe jetzt hier als Darstellung auf der X-Achse, wie man sehen kann, meine Protokolle genommen. Normalerweise liegen hier auch viele Punkte eigentlich auf demselben Punkt. Ich habe einen Jitter dazugefügt. Das heißt, diese Punktwolken liegen, das sind eigentlich mehrere Punkte, die aufeinander liegen. Ja, weil man kann nicht ein bisschen TCP weniger und ein TCP ein bisschen mehr. Ja, wenn du MQTT nimmst, wenn du ein bisschen nach links von dem zentralen Punkt von MQTT, man kann nicht ein bisschen weniger MQTT sein als MQTT. Das meinst du mit, du hast... Das ist einfach nur, um zu zeigen, wie viele Punkte aufeinander liegen würden. Also es ist eigentlich an der Stelle, sagen wir mal... Also die X-Achse ist aufeinander gezogen. Ja? Ah ja. So könnte man es formulieren. Also es ist eigentlich sozusagen hier ein Punkt, diverse Punkte drauf. Ja, dann hättest du nur einen Punkt. Also es würde eigentlich nur ein Punkt dastehen. Da sieht man natürlich jetzt nicht, wie viel ist an der Stelle jetzt eigentlich gerade an Datenpunkten. Deswegen der Jitter, damit wir das ein bisschen besser sehen können. Okay, aber was sehe ich denn jetzt eigentlich? Jetzt sieht man genau, ja, da müsste jetzt wieder 10.000 Folien zurückspringen. Der Algorithmus berechnet ja die unterschiedlichen Features, also sortiert die Körbe und generiert daraus den Score durch eine einfache Addition. Du hast noch nicht gesagt, welches die Features sind, die hier in den Punkten hängen. Zwischendurch. Einmal, na gut, war nur sehr kurz. Also wir haben die Zeit, wir haben Destination, Source, Protocol, Länge, ist hier auch die farbliche Codierung und das Infofield. Und der Score setzt sich aus den Einzelbewertungen dieser ganzen Features zusammen. Beantwortet das die Frage? Grob, ja. Und detailliert? Später. Okay. Die ganz rote, ganz oben da, sind die ganz gefährliche? Nee, die sind einfach nur sehr groß. Okay. Gut. Das einfach nur mal allgemein, wie die Darstellung ist. Ist jetzt nicht so mega perfekt. Aber wenn man es erstmal visuell machen möchte, ist das immer so eine Sache. Na, jetzt hängt er wieder. Batterie ist alle. Oder ein Bösewicht. Ich schalte mal ein und ich schalte nochmal aus. So, jetzt schalte ich nochmal ein. So, jetzt zeigt er wieder an. Ah, jetzt geht's auch wieder. Sehr gut. Ich skippe nochmal ganz kurz durch. Man sieht gewisse Veränderungen. Ich habe es gleich parallel einmal aufgezeigt, da kann man es dann besser sehen. Ja, das heißt, für unterschiedliche Arten von Traffic kriegt er auf jeden Fall unterschiedliche Ergebnisse. Wenn wir uns jetzt mal nur auf SMP konzentrieren, ohne Angriffe, mit einem Tunnel oder mit 6 Tunneln. So, und jetzt können wir uns noch ein bisschen mit den Ergebnissen tatsächlich auseinandersetzen. Wenn nichts drin ist, hat er trotzdem einen unterschiedlichen Score. Ist schon mal relativ unpraktisch. Ja, weil das ist nämlich nachher genau die Frage. Wenn ich jetzt nachher bewerten möchte, was ist denn eigentlich normal und was nicht, werde ich an irgendeiner Stelle hingehen müssen und, sagen wir mal, Entscheidungsgrenzen setzen müssen. Das ist natürlich dann die Frage, wie man es macht. Ja, harte Grenzen, weiche Grenzen, muss man gucken. Bei einem Angriffsvektor ist das noch nicht so das Problem. Da kann man noch relativ einfach sagen, gut, mache ich halt irgendwo ab einer bestimmten Höhe einen Cut, aus meiner, weiß ich nicht, Erfahrung heraus zum Beispiel. Dann würde ich aber zum Beispiel das hier alles gar nicht sehen, in einem anderen Fall.
das Thema Schwellenwert abschneiden ist ja erst dann ein Thema, wenn man verstanden hat, wie dein Polynom funktioniert für die Gewichtung und für die Features überhaupt. Im Moment ist ja die These, du sagst, ich möchte es unüberwacht haben, ich möchte unbekannte Angriffe erkennen, deswegen gehe ich absichtlich nicht in die symbolische Analyse von typischen Angriffen von solchen Tunneln und gucke mir auch nicht an, wie ist die böse Payload unterschiedlich im Verhältnis zu anderen. Das heißt, du kannst genau. allgemeine Features nehmen, die sich eben aus Paketen ergeben, wie können die unterschiedlich strukturiert sein. Dann glaube ich aber, dass die Anzahl oder die Art der Features vielleicht noch nicht feingranular ist, vielleicht gibt es noch weitere Features, die interessant sind. Und dann weiß gibt's man definitiv. Dann weiß man natürlich nicht, hast du die jetzt alle gleichgewichtet oder auf Basis welcher Informationen hast du? Der Punkt ist, ich habe da so gesehen gar nichts gemacht, sondern der Algorithmus, der gewichtet tatsächlich erstmal alles gleich. Der geht einfach nur hin, also er macht... Nee, er hat es nicht gelernt, sondern er macht die Einordnung über das Histogramm, macht die Bins, guckt, wie hoch sind die, macht noch eine Normierung auf 1, addiert das dann eben zusammen und das ergibt nachher diesen Score. Ja, das heißt, das setzt ja voraus, dass jedes Feature gleich stark lädt. Du musst ja erstmal durch eine Hauptkomponentenanalyse oder irgendein ähnliches Verfahren herausfinden, welche Features sind denn überhaupt relevant für die meisten Angriffe. Oder also welche laden besonders stark. Weil du kannst ja irrelevante Features, die können dir ja Punkte geben wie sonst was, können natürlich da drin sein, aber die sagen vielleicht nichts. Genau, nur ich weiß ja vorher gar nicht, was relevant ist und was nicht. Ja, und du brauchst da wahrscheinlich viele verschiedene Beispiele von auffälligem Traffic, um mehr ein Gefühl dafür zu bekommen, welches interessante Feature sein könnte. Aber ich habe auch nicht so den Plan. Bräuchte man am Ende. Also. Ja, okay. Bräuchte man dann. Ja, weil, also das Problem zieht sich halt durch. Ich habe einen Score, an dem ich eine gewisse Bewertung sehe, ja. Aber genau das ist eben der Punkt, wie kann ich jetzt diese Bewertung überhaupt einteilen oder wie bewerte ich den Score am Ende? Was kann ich damit machen? Das ist am Ende genau das Grundsatzproblem. Also ich glaube halt jetzt, dass durch diesen kumulierten Score von unbekannten Features und quasi absichtlich zu wenig Symbolismus in der Analyse, man hier jetzt schlecht sagen kann, naja, da, hier soll jetzt ein Schwellenwert sein. Man weiß ja überhaupt nicht, was das lernen soll. Also hier ist jetzt auch nicht eingezeichnet, was dein böser Traffic ist. Manuell, welcher ihn erkennen will. Ganz genau. Weil das ist am Ende mein Punkt, den ich ausgearbeitet habe, zu sagen, ja, es mag sein, dass ich ein System habe, was prinzipiell dazu in der Lage ist, die Einteilung, also bestimmte Bewertungen vorzunehmen, nur hilft mir das persönlich nicht, wenn ich nicht sagen kann, ja, wie trenne ich es auf? Eine Minute. Das ist nur noch mal ganz kurz zum Dynamischen, das ist ganz wild. Kannst du in deinem Vortrag noch das Wort Perl erwähnen? Ja, kann ich. Also im Prinzip, alles, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, sind eigentlich hier die Punkte, gerade auch im Kontrabereich. Ja, also es kommt wirklich auf die Bedingungen an. Und da ich noch das Wort Perl erwähnen soll, mache ich das doch mal. Ich wurde darum gewesen, hier noch eine Folie einzubauen. Sehr gut. Nein, ja. Also, du hast die Auswertungssoftware damit gehabt, oder wie? Ja, Auswertungssoftware ist halt schon so groß gesagt. Ich habe ein Plugin genommen, das für diesen Algorithmus zur Verfügung stand. Ja. Das liefert mir tatsächlich einfach nur diesen Score. Und eine weitere Auswertung an der Stelle hat jetzt nicht maschinell stattgefunden. Ich wollte einfach erstmal wissen, was liefert mir dieser Algorithmus? Was sehe ich da im Score überhaupt? Ja, aber vielleicht kannst du ja ein bisschen mehr Kontext geben. Hast du CSVs eingelesen und dann den Score berechnet? Oder? Genau, also ich habe die CSVs eingelesen und daraus wurde der Score berechnet. Also die hatten im Endeffekt diese 6 oder 7 Features, die wir vorhin genannt haben. War unbefriedigend in der Hinsicht, dass der Export aus den PCAPs durch Wireshark beschränkt war.
man kann noch mehr Features rausziehen. Man kann sich auf MAC-Adressen zum Beispiel auch noch konzentrieren. Aber, okay. Also das geht alles. Ja, ich habe halt bestimmte Beschränkungen bewusst vorgenommen. Ja, ich habe eine Masterarbeit so auch perfekt. Ja. Ja, es ist halt schade, weil genau das ist ja eben das Problem an der Stelle, dass man am Ende so viele Unbekannte hat, wo man sagen muss, ja gut, das habe ich jetzt angerissen, aber so genau sagen kann ich es halt noch nicht. Das ist schade. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also die Masterarbeit ist ja schon deutlich beschränkt in der Zeit, die man hat, um zu investieren. Und oder in irgendeiner Art und Weise zur Nase treten zu wollen. Bestimmte Erkenntnisse und Erfahrungswerte, die hat man halt nach dem Studium noch nicht. Also, ja. Masterarbeit ist das erste große Projekt, was man in seinem Leben im Regelfall macht. Dann finde ich das schon ein ziemlich geiles Thema. Ja, ich sag mal, eins der Hauptprobleme an der Stelle war tatsächlich auch, hat man vielleicht auch im Vortrag insgesamt gemerkt, das ganze Setup erstmal aufzubauen. Da gab es halt noch nichts, wo ich jetzt sagen könnte, okay, darauf kann ich jetzt zugreifen. Aber angenommen, ich hätte mir den Punkt gespart, wie komme ich an meinen Traffic, sondern hätte einfach Daten gehabt, hätte ich mich zum Beispiel schon viel mehr tatsächlich auf die Analyse am Ende konzentrieren können. Den Algorithmus selber finde ich insofern interessant, dass er halt sehr schnell ist, aber Problem ist am Ende tatsächlich die Ergebnisauswertung. Also was kann ich damit anfangen und kann ich das am Ende so umbauen, dass ich tatsächlich, wenn mal irgendwas Unbekanntes über die Leitung fliegt, was man noch nicht gesehen hat, das dann auch wirklich erkennen kann. Das lässt sich halt schwer abschätzen. Das klingt so, als hättest du die Hoffnung noch. Und hast du, ich würde es gerne ausprobieren. Ja. Hast du dich Gedanken gemacht, ob ein Honeypot im Netz so hinstellen und gucken, was da vorbeikommt und probiert, das zu verseuchen? Das würde ich gerne aufbauen. Ja, ich bin momentan leider mit den Projekten auf der Arbeit relativ zu. Oh ja. Also. Sorry. Alles gut. Und es steht als Projekt auf dem Plan. Ja, aber leider noch nicht wirklich weit gekommen. Okay, Dankeschön. Sehr gerne.